Liebe Schüler, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir machen heute keinen typischen Unterricht mit Grammatik und Übungen, sondern wir machen einen Konversationskurs mit Diskussion. Und unser Thema heißt Deutschland und ich und Deutschland. Und ich möchte nur ganz kurz am Anfang noch sagen, dass man in Deutschland am besten nie mit ich einen Satz beginnt. Wenn man sagt ich und Peter, ich und Maria, das ist nicht sehr höflich. Deswegen habe ich meine Präsentation angefangen, Deutschland und ich. Ja, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn ihr mal nach Deutschland kommt. Erstes möchte ich euch fragen, warum lernt ihr Deutsch? Vielleicht könnt ihr das bitte in den Chatraum schreiben. Die nächste Frage an euch wäre, wie glaubt ihr, sind die Deutschen? Wie ist Deutschland? Welche Vorstellung, welche Idee habt ihr von Deutschland? Und wenn ihr wie Andi schon in Deutschland wohnt, was ist dort für euch typisch deutsch? Ordnung, ja, das hört man sehr oft. Ja. Wie ist das bei den anderen Teilnehmern jetzt? Wie ist das in eurem Land? Ist bei euch Urlaub Urlaub und Arbeit Arbeit? Oder müsst ihr auch Arbeit mit nach Hause nehmen und auch in den Urlaub nehmen? Gutkan hat gesagt, in der Türkei kommt das vor, dass man Arbeit mit nach Hause nimmt, aber nicht in den Urlaub. Wer möchte sprechen, Dieter? So, Irina meldet sich zu Wort. Wie ist in deinem Land, Irina? Hallo. Hallo, Ich wohne in Russland und in meinem Land gibt es viele Leute, die auf Urlaub verzichten und sie bekommen Geld, sie arbeiten in dieser Zeit und verdienen für ihre Familie. Ja, aha. Das heißt, das ist dann schon ein sehr Aber hartes Leben. stimmt. Aber sie machen das für ihre Karriere. Aha, das heißt, besonders wenn man Karriere machen möchte, dann muss man eher auf die Freizeit verzichten. Ja, stimmt. Und aber es gibt nicht so viele Menschen, die das riskieren. Und die meisten wohnen normalerweise wie die Menschen in Europa. Sie haben ihren Urlaub in der Natur oder im Ausland am Meer. Gut. Ist hier auch auf dem Bild sieht man einen Mann aus Bayern, wahrscheinlich beim Oktoberfest. Und er trinkt eine Mass Bier. Dieses große Glas heißt, ich schreibe euch das schnell auf, eine Mass. Genau. Das ist 1 Liter in einem Glas. Genau, und hier steht noch kurz, in Deutschland trinken aber die meisten Männer Bier. 86% der Männer trinken Bier, bei den Frauen sind es nur 42%. Und insgesamt hat der Bierkonsum der Deutschen leicht abgenommen. Trinkt ihr auch Bier? Russland sagt, Deutschland ist für Bier und Wurst sehr berühmt. Ja, das ist richtig. Sarah, da kein Alkohol. Ja. Ja, es gibt noch eine Spezialität im Sommer, das sogenannte Radler. Das ist halb Bier und halb Limonade. Humor. Humor kann man ja nicht messen. Man hat hier das Fernsehen, die Fernsehprogramme angeschaut. Und die Deutschen lieben die Nachrichten. Das heißt, sie sind schon sehr ernst. Dann kommen die Krimis, aber dann kommen auch schon die Komödien. Und dann die Informations- und Magazinsendungen. Okay, dann kommen wir zum letzten Vorurteil. Die Deutschen lieben Volksmusik. Was habt ihr jetzt über die Deutschen erfahren? Lieben sie die Volksmusik? Sind sie humorvoll? Biertrinker? Leseratten? Ein
Und wenn ihr eben weiterlernen möchtet, dann wendet euch an diese Adresse und ich gebe jetzt das Wort an Nadja und verabschiede mich. Tschüss und Dankeschön. Schaut mal her. Ich finde das fantastisch. Aus 10 Ländern waren wir hier. Mazedonien, Ägypten, Marokko, Türkei, Russland, Ungarn, Rumänien, Tunesien, Portugal und Griechenland. Unter dieser Adresse findet ihr unsere kleine Schule Deutsch Online, wo wir auch unser Unterricht in Gruppen, auch privat, ich meine für einzelne Personen, anbieten werden ab September. Ja? Klein, aber fein, Nadja. Richtig, ja. Unsere Gruppen werden von 4 bis 8, höchstens 9 Personen. Wir werden Grammatik machen, wir werden auch sprechen, wir werden auch hier schreiben, hier auf diesen Plattform agieren mit mir, Nadja Blust aus Frankreich und Barbara aus Griechenland.